Ich finde Aktien hauptsächlich, weil ich neugierig bin. Ich lese irgendwas, ich gehe der Spur nach, mache mir Notizen, versuche herauszufinden, wer steckt dahinter. Und dann finde ich Aktien, von denen kein Mensch was gehört hat. Ich finde die Aktienwelt so faszinierend, so viele tolle Firmen. Das ist für mich wie ein Gang in den Süßigwarenladen, weil es einfach einen Riesenspaß macht. Meine Frau und ich haben die Vermögensverwaltung gegründet, als wir 37 Jahre alt waren. Und wir dachten, wir können noch mal einen Sprung wagen, was komplett Neues zu starten und bei Null loszulegen. Immer mit der Perspektive, was sehr Langfristiges aufzubauen. Wir haben gesagt, Fonds sind eigentlich das perfekte Werkzeug für die Vermögensverwaltung, für Privatkunden. Und wir beide dachten, wir müssen Privatanlegern es leicht machen, gute Fonds in einem Portfolio zusammenzustellen. Das war das ursprüngliche Konzept. Es gibt ja am Kapitalmarkt immer wieder verrückte Zeiten und das ist die Zeit, wo ich mich richtig wohlfühle. Ich liebe Krisen, ich liebe es zuzugreifen, wenn Aktien unter ihrem inneren Wert verkauft werden. Und dann setzen wir uns im Team hin und sagen, welche Aktien sind jetzt billig geworden, die wir schon immer haben wollten. Und das sind für mich die schönsten Gelegenheiten zum Investieren. Der Warren Buffett wird leider, speziell in Deutschland, in eine einfache Schublade reingesteckt. Man nimmt den Warren Buffett der 90er Jahre und sagt, das ist der typische Buffett. Buffett ist ein enorm offener Kopf und er würde heute wahrscheinlich so investieren, wie wir es tun. Wir müssen selber bei Arcatis den Buffett-Gedanken in die moderne Zeit übertragen. Wir nennen es Value Investing 2.0. Der Grund, warum wir künstliche Intelligenz einsetzen, ist, dass wir als Menschen beschränkt sind von unseren Fähigkeiten her. Und ich denke, wenn eine Maschine das, was ich im Kopf habe, anwendet auf alle Aktien dieser Welt, finde ich viel, viel mehr Beispiele, in die ich investieren kann. Und am Ende ist sie vielleicht sogar besser, als wir es sind. Wir haben entdeckt, dass das Value-Investieren und das nachhaltige Investieren ganz, ganz eng verwandt sind. Ein Value-Investor denkt langfristig, der will eine Firma haben, die über Zeit ihren Wert aufbaut. Nachhaltiges Investieren ist im Grunde das Gleiche. Ich will eine Firma, die mit ihrer Umwelt, mit den Mitarbeitern, mit den Lieferanten fair und langfristig umgeht. Darum passen beide Themen perfekt zusammen. Als wir die Firma gegründet haben, hatten wir immer das Ziel, bitte nicht mehr als 10 Mitarbeiter zu werden. Denn die Arbeit, die wir machen im Team, muss Spaß machen. Aber mit dem kleinen Team können wir auch sehr große Beträge managen. Im Jahr 2030 wird Arcatis wahrscheinlich größer sein als heute. Aber Ziel ist es immer, klein und kompakt und entscheidungsfähig zu bleiben.